Herr Präsident, Frau Bundesministerin, meine Damen, meine Herren, wir sind es ja mittlerweile schon gewohnt. Wir haben heute Morgen in der Geschäftsordnungsdebatte erlebt, dass es hier Kollegen im Haus gibt, die vor allem eine Überzeugung mitgebracht hatten, nämlich, dass sie gescheiter sind als alle anderen. Ja, das haben sie jetzt auch wieder so gemacht wie heute Morgen. Nun kann man das Thema sehen, wie man will. Das ist ja gar nicht entscheidend, ob Sie sich jetzt der herrschenden Meinung der Wissenschaft anschließen wollen oder nicht. Auf das kommt es gar nicht an. Denn ich glaube, was für uns als Umweltpolitiker entscheidend ist, meine Damen und Herren, am Schluss ist, dass wir uns doch im Klaren sind, dass dieses Ausmaß, wie wir Ressourcen verbrauchen auf diesem Planeten, dass wir das nicht so weitertreiben können. Und da ist mir die Motivation egal, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und wenn Sie dann sagen, Sie glauben nicht an den Klimawandel, dann kommt es doch am Schluss auf die Schlussfolgerungen an, die Sie ziehen. Und die müssen doch so ähnlich sein, denn dass man sich überlegt, ob man auf Dauer hier fossile Brennstoffe verbrauchen kann, ohne Rücksicht auf Verluste, dass wir das Thema Biodiversität vernachlässigen können, wie wir es bisher getan haben. Ich glaube, die Dinge, das sind die, die uns am Schluss doch einen müssen. Nun, stimmt schon auch, dass bei dem Thema Klimaschutz Ideologie eine gewisse Rolle spielt. Wir sind momentan dabei, ein bisschen zu glorifizieren und Legenden zu bilden, was mit Jamaika alles funktioniert hätte. Ich sage Ihnen, da hat gar nichts funktioniert, genau an der Stelle. Wir haben uns nämlich tageweise nur über die Frage gestritten, wie groß wäre denn die Klimalücke und kriegt man denn in Ableitung davon einen Kohleausstieg hin, die Grünen unbedingt im Sinne ihrer Kommunikation gebraucht hätten. Und wir haben uns leider keinen Zentimeter an der Stelle aufeinander zubewegt. Und das hat mich zu dem Schluss geführt, dass auch für die Umweltpolitik am Ende die jetzige, kleiner gewordene Große Koalition die bessere Option ist. Und die Rede der Ministerin hat mich heute in dieser Einsicht auch noch bestärkt, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Denn ich fand es bemerkenswert, dass die Ministerin nicht nur über das gesprochen hat, was man tun muss, sondern insbesondere, Frau Ministerin, über die Rahmenbedingungen. Nämlich, dass wir keine Unternehmen aus dem Land vertreiben wollen, dass es natürlich auch um Wirtschaft geht, dass es um Arbeitsplätze geht. Auch eine soziale Dimension, die übrigens bei der Umweltpolitik vielfach vernachlässigt wird. Das sage ich an die Adresse all derjenigen, die immer sagen, das machen wir übers Geld. Wir verteuern das, was uns nicht passt. Und dann werden es die, die es sich nicht leisten können, schon sein lassen. Das ist eine falsche Politik. Und Sie wissen genau, wen ich in dem Zusammenhang meine. Dass wir eine Kommission gründen, die Überschrift hat Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung und nicht eben nur Kohleausstiegskommission, halte ich für zentral wichtig. Wir wollen und wir brauchen keine Strukturbrüche an der Stelle. Wir wollen so aus der Kohle aussteigen, dass uns das wirtschaftlich nicht schadet. Denn am Ende, meine Damen und Herren, kommt es auf den Erfolg an und nicht auf die Statistik. Das ist ganz entscheidend. Es gibt hier im Haus etliche, denen kommt es nur auf die deutsche Statistik, nur auf die nationale Statistik an. Und auch die liegen falsch an der Stelle. Denn es kommt darauf an, dass die Maßnahmen, die wir in diesem Land in Sachen Klimaschutz ergreifen, dass die Vorbildfunktion haben. Und das werden sie nicht nur dann tun, wenn sie CO2 reduzieren, sondern sie werden es insbesondere dann tun, wenn man zeigen kann, dass wir in der Lage sind, unseren Wohlstand in diesem Land auszubauen. Und deshalb hat die Ministerin recht, wenn man sagt, die Umweltpolitik hat auch eine wirtschaftspolitische Dimension, meine Damen und Herren. Nun will ich eingehen auf das, was die Ministerin zum Thema Klimaschutzgesetz gesagt hat. Ich war ja bei diesen Verhandlungen dabei und wir waren uns einig, damit hier kein falscher Zungenschlag reinkommt. Wir waren uns einig, dass es sich bei diesem Gesetz um ein Artikelgesetz handelt. Der Koalitionsvertrag vermeidet zu Recht die Formulierung Klimaschutzgesetz, weil es eben kein übergeordnetes Gesetz ist, auf den sich in Zukunft alle Gesetzgebungsmaßnahmen zu beziehen haben, sondern es ist ein Artikelgesetz, über das wir bestehende Rechte ändern werden. Um das geht es an der Stelle und ich glaube, da gibt es auch gar keinen Dissens. Ich will es nur noch mal gesagt haben, damit da nicht irgendwann im Laufe der Koalition einer daraus konstruiert wird. Das ist mir ganz entscheidend wichtig.
Ich habe mich gefreut, dass die Ministerin formuliert hat, sie ist kein Freund von Fahrverboten. Wir sind auch keine Freunde von Fahrverboten. Wir sind übrigens auch keine Freunde von Plaketten. Jedweder Art, blau oder wie auch immer. Nichts, was den Blick, den Durchblick der Autofahrer an der Windschutzscheibe vermindern könnte. Ich sage für meine Fraktion ganz klar, wir werden auch dafür Sorge tragen, dass sowas nicht zustande kommt. Das Urteil, das da getroffen wurde, hat ganz klar gesagt, dass die Kommunen zuständig sind, dass sie für Fahrverbote eintreten können in eigener Souveränität und dass sie dafür keiner Hilfe durch den Bundesgesetzgeber bedürfen. Und wenn sie das eigensouverän tun können, dann können sie es machen. Aber, nein, das lassen Sie nicht im Regen stehen, aber vielleicht einen schönen Gruß an den Kollegen in Stuttgart. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere bauliche Maßnahme, die man ergreifen kann, um an kritischen Punkten das Problem aufzulösen. Auch das ist eine Aufgabe der Kommunen. Da braucht er uns überhaupt nicht dazu. Natürlich Verursacherprinzip, Schadensminimierung durch die Automobilkonzerne, ganz klar. Ich sage Ihnen auch ganz offen, mir sind die strafrechtlichen Konsequenzen, die gegenüber denen ergriffen werden, die hier vorsätzlich betrogen haben, zu wenig, viel zu wenig. Ich sage Ihnen aber auch, wir sind trotzdem als Bundespolitiker gehalten, über die Frage nachzudenken, wie geht es weiter mit unserer Automobilindustrie. Wir hatten heute Morgen eine Geschäftsordnungsdebatte, die war gesteuert. Sie wollten den Anschein erwecken, als sei die EU unzuständig, was sie halt leider faktisch nicht ist, sondern da ist sie sehr wohl zuständig bei den Flottengrenzwerten. Aber Sie brauchen nicht glauben, dass nicht auch uns die Flottengrenzwerte umtreiben. Das sind Dinge, die sind für die Automobilindustrie. Wir in Deutschland produzieren die Premiummodelle der Welt. Für unsere Automobilindustrie ist das, was da passiert, extrem kritisch, und deshalb ist die neue Bundesumweltministerin auch an der Stelle in ganz besonderer Art und Weise gefordert. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass all das, was da kommt, dann am Schluss auch tatsächlich umsetzbar und nicht nur begrenzend wirkt. Denn was passieren kann, wenn man falsche Grenzwerte setzt und das in großer Ruhe, weil es ja irgendwann kommt, das können wir bei dem Dieselthema uns ja lebhaft anschauen. Und ich will, dass wir so etwas nicht doch einmal erleben. An der Stelle ist ganz wichtig. Beim Thema Insektensterben hat in der Debatte zuvor die Bundeslandwirtschaftsministerin der Umweltministerin in einer besonderen Art und Weise die Hand gereicht. Ich meine, wir sollten die Hand nehmen. Wir sollten dafür Sorge tragen, dass diese Themen nicht gegen, sondern mit der Landwirtschaft bearbeitet werden. Und da bewegt sich ja einiges, wenn die Ministerin ganz klar sagt, dass letztendlich Insektizide, die schädlich sind, dann auch vom Markt genommen werden müssen. Das ist richtig. Und da werden wir die Ministerin dann auch entsprechend beim Wort nehmen. Und ansonsten haben wir im Koalitionsvertrag gezeigt, dass wir das Thema Biodiversität auch sachlich angehen. Stichwort Wolf, da steht explizit drin, dass wir auch willens sind, dort, wo wir Menschen gefährden, wo wir deren Eigentum gefährden, wo es zu viel wird, auch mal zu, wie es schön heißt, letaler Entnahme, ich sage es einfach, zum Abschuss greifen. Das ist etwas, was zeigt, wir machen die Dinge sachlich und sachorientiert. Und da wünsche ich mir, dass wir auch dieses Thema zügig umsetzen. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank und Glück auf der neuen Ministerin. Für die FDP-Fraktion hat das Wort die Kollegin Judith Skudell.